Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Paulus und Silas im Gefängnis, das war sicher kein interessantes Gefängnis. Hände und Füße im Block, sie waren also wirklich so immobilisiert, sie konnten nicht viel tun. Aber niemand konnte ihnen und ihrem Geist, ihrer Seele, ihrem Herzen verbieten, weiter an Gott zu glauben. Niemand konnte ihnen verbieten, Gott den Herrn zu loben und zu preisen. Sie haben die Freude trotz all dem unsäglichen Zustand im Gefängnis nicht verloren. Sie haben die Freude nicht verloren, den Glauben nicht verloren. Sie haben Gott gelobt und gepriesen. Sozusagen war nur noch eine Richtung war für sie offen, und das war eigentlich die Augen zu erheben, zum Herrn zu beten. Der Himmel stand ihnen immer noch offen. Und dann geschieht das, was wir kennen, was wunderbar ist. Das Gefängnis wird erschüttert durch ein Erdbeben und die Fesseln werden gelöst. Und der Mann, der Gefängniswärter, er hat jetzt Angst. Er hat Angst, dass die Gefangenen entflohen sind. Er wollte sich schon ins Schwert stürzen. Es war so, wenn er hatte die Aufsicht über die Gefangenen, wenn die Gefangenen fortlaufen sollten oder entkommen sollten, dann würde er getötet werden. Das war seine große Angst. Und um Strafe, vielleicht Folter oder einem schmerzlichen Tod zu entgehen, wollte er sich dann selbst töten. Aber Paulus und Silas, die waren so frei, muss man schon sagen, dass sie geblieben sind. Sie sind nicht weggelaufen. Wir sind noch alle hier, hat Paulus gesagt. Und das ist dann wirklich unglaublich für diesen Gefängniswärter. Und man kann sich dann fragen, ja, wer ist denn der eigentliche Gefangene? Wer sind die Gefangenen und wer sind die Freien? Einmal war die Situation ganz umgedreht. Die Freien waren die, die vorher gefangen waren. Paulus und Silas, sie sind auch frei geblieben in ihren Fesseln, aber auch frei, ohne die Fesseln, frei nicht wegzulaufen. Gefangen waren auf einmal die, die vorher frei waren, die Gefangene bewachen mussten, und die haben gespürt, bei uns fehlt etwas. Und dann sagt dann dieser Gefängniswärter, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Eine solche Steilvorlage als Frage hat man nicht so oft. Aber Gott berührt die Herzen, so wie gestern bei der Purpurhändlerin der Lydia. Gott hat ihr Herz geöffnet. Sie war gottesfürchtig. Und hier durch ein äußeres Zeichen, könnte man sagen, ein übernatürliches Zeichen für den Gefängniswärter, aber vielleicht auch deswegen, weil Paulus und Silas nicht weggelaufen sind, das Weite gesucht haben, war sein Herz berührt und offen. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ja, wir möchten immer etwas tun. Und dieser Mann hat gespürt, ich brauche jetzt etwas mehr. Und dann sagt Paulus zu ihm, glaub an den Herrn Jesus und du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Was für ein wunderbares Versprechen, wenn ein Mensch sich dem Herrn zuwendet, dass dann diese Verheißung, die ihm gilt, diese Freiheit, die ihm dann gewährt wird, dass der Herr sie auch gewähren möchte dem ganzen Haus. Das dürfen wir nie vergessen. Auch wenn vielleicht die Menschen in unserem Haushalt, in unserer Familie, das noch nicht annehmen wollen. Aber nimm du schon den Glauben an, lebe du im Vertrauen und lass dich nicht entmutigen, auch wenn die Deinen noch nicht direkt hinterherkommen, noch nicht direkt folgen. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus das Wort Gottes. Das war die Leidenschaft von den Jüngern. Sie wollten Jesus verkündigen, das Wort Gottes, den lebendigen Gott, von ihm wollten sie sprechen. Das war ihre Leidenschaft. Das hat ihnen nicht nur Leiden geschaffen, also auch Gefängnis, aber es war ihre Leidenschaft, ihre tiefste Freude, Jesus zu verkündigen. Und der Gefängniswärter nimmt dann die beiden bei sich auf in seine Privatwohnung und er pflegt sie. Zuerst wäscht er die Striemen und gibt ihnen dann das, was sie brauchen für ihre Wunden, und sogleich ließ er sich mit allen seinen Angehörigen taufen und dann feiern sie zusammen. Ist das nicht wunderbar? Also dieser Mann ist so voller Freude, und fahr mit seinem Haus ganz aus voll Freude, weil er zum Glauben an Gott gekommen war. Und diese Freude möchte Gott uns schenken. Und manchmal müssen wir, oder sollte ich vielleicht eher sagen, dürfen wir einen Preis zahlen,
Ja, wo wir nicht verstanden werden, wo vielleicht mit Worten geschlagen werden, vielleicht mit Verachtung geschlagen, mit Ablehnung geschlagen werden. Wenn dann unsere Angehörigen, die Menschen dann auf einmal dann doch zum Glauben finden, dann dürfen wir noch größer feiern. Bitten wir den Herrn um die Gnade, dass wir so, wie Paulus sagt und ihm rät, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus, dass uns Vertrauen, auch in den schweren Situationen, auch wenn vieles uns runterzieht, dass sie im Glauben, auch in der Freude des Glaubens bleiben und so nicht nur eine Tür für uns selbst, sondern auch eine Tür für unsere Mitmenschen offen halten. Das ist unser Gebet und das ist unsere Zuversicht. Du und dein Haus werdet gerettet werden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.